Konferenz, heute der 28. Spieltag, Begegnung Tenders Borussia gegen den SV und Viktoria Selo, entstand 5:0. Das Ganze fand statt vor 412 zahlenden Zuschauern. Wir haben die beiden Trainer hier, Sebastian Jankowski für unsere Gäste und Thomas Padaric. Das Wort geht wie üblich zuerst an den Gästetrainer, bitte schön. Ja, was kann man sagen? Glückwunsch an der B. Wir haben, denke ich, die ersten 20 Minuten gut angefangen. Da sieht man noch nicht die Dominanz so, aber danach die Tore und dann stehen wir richtig unten. Muss man sagen, auch zu wenig Einsatz von uns, zu wenig Kampf noch, wird ja schwer, diese Liga zu halten. Wir leben von Spiel zu Spiel. Muss man sagen, TB spielt ja den besten Fußball in dieser Liga. Ich hoffe, die machen den Aufstieg und hoffe auch, dass wir bleiben in dieser Liga. Da kann ich nichts dazu sagen. Dankeschön. Thomas, am Mittwoch noch das große Pokal-Event. Zwei Tage Regeneration. Ebenso wie unsere Gäste eine ganze Menge Verletzte. Trotzdem heute recht bravourös gelöst die Aufgabe. Bist du zufrieden? Ja, ich denke mal, wenn man so viel gewinnt, kann man sehr zufrieden sein. In die Runde auch erstmal ein Hallo und wollte mich eigentlich relativ kurz halten heute, weil wir diese Woche ein Riesenspiel abgeliefert haben, am Mittwoch gegen den BFC, drei Tage später jetzt unter unfassbar skandalösen Platzverhältnissen gegen einen Gegner, der im Abschiedsstrudel steckt und auch uns alles abverlangt hat, hat die Mannschaft, bis sie dann letzten Endes auch diese 3-0-Führung hatte, alles wieder reingehauen, was er hat an Möglichkeiten. Du hast es ja gerade eben gesagt, wir haben 6 Ausfälle, die wir nicht so einfach kompensieren können. Die Schnelligkeit nach vorne, wie ihr vielleicht heute auch wieder gesehen habt, die uns auch am Mittwoch vielleicht ein bisschen gefehlt hat, die ist leider auf der Strecke geblieben. Und trotzdem haben wir es am Mittwoch taktisch perfekt gemacht. Wir können alle stolz sein auf diese Mannschaft, was sie da abgeliefert hat. Und heute war es einfach letzten Endes ein Spiel, das man als Pflichtaufgabe abhaken muss. Wie gesagt, mit den 3 Punkten bin ich sehr zufrieden. Ich wünsche dir natürlich, Sebastian, für die Zukunft, für die nächste Spiele alles Gute, dass er den Konkurrenten hier dann mal einen Punkt abnimmt. Ja, und wir werden erstmal ein paar Tage durchlaufen. Die Jungs, die werden regenerieren. Sie werden den einen Tag länger frei bekommen, weil sie wirklich am Zahnfleisch jetzt laufen, am Zahnfleisch laufen. Und dann werden wir uns dann auch wieder ab Mittwoch spätestens auf dieses lange vorbereiten. Euch wünsche ich einen guten Nachhauseweg und bis bald. Dankeschön. So, gibt es noch Wissensdurst an einen? Nichts mehr? Also eine Frage nicht. Naja, der Stahl ist ein bisschen vom Feld behumpelt oder im Innenraum behumpelt. Hat er sich verletzt? Das wäre vielleicht noch interessant. Oder? Also, wie gesagt, wir haben ja hier und da noch seine Zwicken. Und Max ja schon hatte Pause gesagt, dass er relativ frühzeitig schon gemerkt hat, dass er am Fuß so einen Druckschmerz spürt. Und dann haben wir natürlich auch vorsichtshalber ihn rausgenommen. Aber genauso wie Nico Matt. Ja, Nico, muss ich sagen, gut ab, ne, wie der das Ding durchzieht. Der hat, glaube ich, weiß nicht, 4000 Milligramm an Ibuprofen geschluckt die letzten Tage. Das ist halt unfassbar. Ja, derjenige, das weiß, was das bedeutet, ne, da fliegt man ja, kann man schon abfliegen. Ne, da spielt man ja wirklich gar nichts mehr. Wie er sich da durchgerungen hat und wie gesagt, Einsatz bis zur letzten Sekunde, kann man stolz drauf sein. Tolle Spieler in der Mannschaft. TB kann stolz sein auf diese Mannschaft. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Spiele. Na, danke schön. Könnte von den Verletzten demnächst gerade jemand dabei sein? Oder wie ist der Stand? Also, erstmal fehlt es nicht an Spielpraxis, wenn es so sein sollte. In der nächsten Woche könnte es sein, Nils mit der Maske wieder zurückkommt. Randy und Boris, die eine andere Hautfarbe haben, die ein Stück weit immer das Problem haben mit den schnellen Muskelfasern, die immer relativ schnell in Leidenschaft gezogen werden. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu früh reinschmeißen. Also ich hoffe schon, dass der eine oder andere wieder zurückkommt. Und wie gesagt, Sefa
der Karaman, der ja auch heute wieder gefehlt hat, darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Und wir haben auch nicht so einen riesengroßen Kader. Aber trotzdem, wenn wir 11 aufs Feld schicken, die werden sich immer zerreißen. Danke. Wenn es dann keine Fragen gibt, dann lassen wir euch gerne in den Sonnenschein. Ich gebe auch gerne nochmal im Namen der Fans nochmal ein Kompliment an euch weiter. War eine tolle Woche, die ihr uns beschert habt mit den beiden Spielen. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Das ist das Stichwort. Die beiden nächsten Termine sind nächsten Sonntag auswärts, Sonntag in einer Woche auswärts in Friesland. Das ist der 29.04. 14 Uhr, nächstes Heimspiel. Wurde von Sonntag auf Samstag verlegt, ist dann der 5. Mai um 14 Uhr hier im Mommsenstadion. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Unseren Gästen wünscht man eine gute Fahrt zurück ins Oderland und viel Erfolg für den Schlusssport, dass vielleicht auch in der nächsten Saison dann Oberliga Fußball bei euch gespielt werden kann. Danke. Alles klar, danke, tschüss. Dominik, freu dich mit Dominik, ne? Hallo, Dominik.